So, meine lieben Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Soratex und wie ihr seht, werde ich heute Subnautica Below Zero spielen. Ich habe das noch nicht angefangen. Wir machen noch überlegen. Ich habe den ersten Teil gespielt, also Subnautica. Ich weiß nicht, ob das jetzt das weitergehende, also das Teil 2 ist, das Gesamt. Oder ob das jetzt halt einfach halt noch mal was anderes ist. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal rein. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil gespielt, deswegen werde ich vielleicht nicht ganz so dämlich sein wie manch anderer, weil werde ich euch gleich zeigen, was man nämlich eigentlich zuerst macht. Ja, das dauert jetzt halt eine Weile. Also das Laden dauert relativ lange, denke ich. Zumindest was man im ersten Teil so. Wir warten einfach mal. So. Approaching 45, 46 feet. Surface temperatures elevated. Drop pod deployed. Ah, okay. Welcome to 45, 46 feet. Enjoy your stay. Natürlich. Also es ist mal, also ich habe nichts anderes erwartet. Es ist mal anders wie im ersten Teil, weil im ersten Teil landest du ja auf dem See, irgendwo im Meer, keine Ahnung. Ne, ey. Gibt es jetzt auf? Danke. Genau, und da bist du halt sofort im Wasser und hier bist du halt an Land, im Schnee halt irgendwo. Ich meine, Below Zero, was habe ich eigentlich anders erwartet? Ja, dann sind halt die ersten Fehler, die man eigentlich macht, ist, dass man runterspringt ins Wasser und sofort alles grabt, was man in irgendeiner Weise findet. Das Ding ist, dein Inventar, was du hier hast. Das lesen wir uns, glaube ich, alles später mal durch. Hat halt begrenzt Platz, wie ihr da gesehen habt. Und jedes Item kann halt nicht gesteckt werden. Also du nimmst von allem ein was mit. Dann gibt es halt noch so Truhen, die du bauen musst und so weiter. Das wird halt, ich spiele ein bisschen komplizierter später. Ich werde erstmal hier ein bisschen was einsammeln, weil das ist wichtig. Zumindest das gefilterte Wasser mal. New blueprint synthesized. Oh, hier Blueprint. Noch mehr davon. Ja, wie ihr da sehen könnt, ist halt nichts gesteckt. Deshalb. Genau. Ja, wir werden uns halt erstmal zu der Kapsel hinten bewegen, weil ich sehe schon in den Rändern. Holy smokes. That did not go as planned. I should find Ach du a way through the Scheiße. water and get to the drop pod. Oh Leute. Es ist okay. Heilige Scheiße. Statt Wasser haben wir wahrscheinlich jetzt auch Temperatur und Stuff. Ach, guck mal, Wasser. Glaub's kaum. Ich spring rein.
So, ach, jetzt hast du eine, jetzt hast du wahrscheinlich Sauerstoff und Temperatur. Auf gut Deutsch viel komplizierter. Ja, wir werden uns, denke ich, erstmal umschauen und halt mal dahinter schwimmen. Das sind ja noch 100 Meter. Ja, sonst habe ich halt den ersten Teil schon gespielt und ich fand den cool, relativ cool. Es ist halt ein klassisches Überlebensspiel, nur im. Oh, komm her. Nur halt im Unterwasser-Style, was ich sehr aufregend finde. Kommst du jetzt her? Danke. Boomerangfisch. Hey. Du bist wichtig. Komm her. Du bist. Achso. Ja, wir müssen auf unser Sauerstoff achten. Da müssen wir dann halt wieder hoch in die frische Luft, damit wir wieder runter können. Das scheint unsere Kapsel zu sein. Die wurde auch etwas verändert. Kann ich hier jetzt rein? Basis betreten. Warte, die hat sogar Türen. Mensch. Fabrikator. Vorrat. Ach, das ist jetzt unser Ding. Und hier haben wir unsere Baupläne. Okay. Puh. Holy smokes. That did not go as planned. Ach so, das ist das. Okay. We should find a way into the water and get to the drop pod. Klar. Überlebenshandbuch für die Arktis bei der Ankunft. Überlebenscheckliste. Mensch, du. In eine sichere Umgebung zurückziehen, erste Hilfe leisten, falls erforderlich, Notfallausrüstung bergen, falls vorhanden, Umgebung nach Bedrohungen und Rohstoffen absuchen. Das haben wir fast gemacht. Also wir haben es mal nach Rohstoffen abgesucht. Die Bedrohung war halt diese Blümchen, glaube ich. Waren das Blümchen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese komischen Blümchen, die halt Damage gemacht haben, glaube ich. Wieso auch immer. Eine sichere Unterkunft haben wir jetzt hier. Benötigte Überlebensausrüstung mit Hilfe des Fabrikators oder der Unterkunft herstellen. Ja, das werden wir jetzt machen. Andere Überlebende in Sichtweite oder mit. Ja, das machen wir dann später. Aufzeichnungen. Sam. Auf besser kennen als wir. Aber wir sollen Antworten finden, die suchen. Okay. Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Ich hoffe, dass Radio Tower so easy to spot, as Lil said. Genau, dann müssen wir uns halt hier Essen herstellen. In unserem schicken 3D-Drucker dort. Und dann müssen wir halt raus ins Wasser, um Stuff zu sammeln. Zerbricht den Kalkstein. Okay. Hey, Titan. Hey, noch mehr. Oh, da war das Titan. Ja, Titan. Ja, wie ihr seht, deckt sich das halt auch nicht. Kupfer. Und die Welt hier sieht auch ganz anders aus. Das ist schick. Das ist schick. Ja, und den Blastfisch brauchen wir halt für. Das werdet ihr bestimmt gleich sehen. Für anderen Stuff. Blastfische sind sehr, sehr wichtig. Und ja, am Anfang ist es halt nervig, dass du immer Ausdauererholung und Stuff machen musst. Aber ja, mit dem Blasenfisch können wir uns jetzt gefiltertes Wasser herstellen. Und das ist auch sehr wichtig. Was wir aber ehrlich gesagt eher benötigen, ist gerade mal Essen. Boomerangfisch? Ach da. Kommst du bitte her? Komm jetzt her. Hey! Danke. Ja, sonst können wir dann halt hier das. Oh, jetzt haben wir sogar eine Anzeige, wie lange es frisch hält. Weil nämlich eigentlich würde es dann irgendwann verdorben sein, verderben sein, ver 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 verdorben sein. Entschuldigung. Was bist denn du? Oh, bist du nett? Bist du Seekobold? Hi. Schick. Gut, was wir aber eigentlich möchten, ist was anderes. Wir möchten nämlich jetzt eigentlich ein paar Ressourcen sammeln. Das ist sehr wichtig. Ringelpilz. Okay.
Hier geht's noch tiefer. Okay. Aber hier drüben haben wir gleich solche Pflanzen. Das ist auch gut. Aber ja, ich glaube, wir gehen erstmal wieder zu unserem Unterschlupf. Zu unserer Basis. Quarz ist auch wichtig. Nein, bitte. Ich möchte noch nicht sterben. Danke. So, Kupferdraht können wir uns schon herstellen, wenn wir Kupfer haben. Dann können wir uns einen gekochten Boomerang herstellen. Dann können wir das Ganze noch pökeln. Also das Pökeln ist halt auf längere Sicht hin, wenn man irgendwo hinreisen möchte, ist es halt viel besser, weil sich das dann länger hält. Und das gibt hier halt nur Nahrung. Trinken tut das Wasser tut etwas runterschrauben, würde ich mal sagen. Und mit dem Gekochten, das solltest du gleich essen, weil ansonsten verdirbt es halt viel zu schnell. So, wir brauchen aber die Standard-Tauchflasche. Fasergewebe. Fasergewebe stellen wir. Schlingpflanzenprobe. So viel ist los. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn Vulkan? Und stunnert und blitzt. Mensch du. Ach du Scheiße. Okay. Ich wollte aber was anderes gucken. Hat mich nur gerade abgelenkt, weil er so gedonnert hat. Ich dachte, die Welt fällt zusammen. Kommst du her? Danke. Genau, aber um das herzustellen, benötigen wir. Ist das bei den Geräten? Nee. Wir benötigen. Das Feldmesser. Silikongummi. Wie stelle ich mir Silikongummi her? Schlingpflanzen-Samenbündel. Das sollte machbar sein, passt auf. Und zwar. Ach du Scheiße, es wird Nacht. Ja, das brauchen wir nicht. Man sollte halt nicht zu viel einsammeln, weil. Ansonsten ist das Inventar irgendwann zu voll und dann ist er doch Mist. Die Seekobolde sind schon schick. Schicke Viecher. Ja. So, aber was wir suchen ist an diesen Unterwasserfahnen, nenne ich es mal, dran gewachsen. Da! Das Leuchtende. Ach du Scheiße. Schwimm schneller! Los! Magst du sterben? Oh mein Gott. Das war fucking knapp. So, aber. Da. Die Dinger brauchen wir. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wenn das wie im ersten Teil ist, da werden die Dinger auch sehr viel Platz wegnehmen. Darf ich? Danke. Es. Schmierstoff. Ah ja. So, aber unter Wasser sieht das halt mit den Farben und mit den Fischen. Bei der Nacht tue ich sehr gerne die Blasenfische sammeln. Weil die siehst du unglaublich gut. Drüben sind noch mehr. Ist etwas. Oh. Muss was essen. Mensch du. Wir werden dich essen. Und dann gehen wir schon wieder zurück zum Ding. Dann werden wir uns ein Messer herstellen und dann können wir weitermachen. Das bist du. Komm her. Nein! Danke. Reiffisch. Ja, schick. Ich kann ja theoretisch jetzt auch loslassen, dann schwimmt er einfach davon, aber wir brauchen den, wir möchten den ja essen. Sonst noch was hier? Diese Schwärme da drüben, die kann man halt nicht einsammeln, das sind halt winzig kleine Fische, die da einfach rumschwimmen. Die einfach schick sind. So, jetzt können wir uns Silikongummi herstellen. Die macht man aus den Schlingpflanzen Samenbündeln. Und zwar wollte ich euch noch zeigen, dass die 4 Slots im Inventar wegnehmen. Die sind unglaublich riesig. Wir brauchen aber. Oh, die Schwimmflossen sind gut. Schwimmkörper. Achso. Wir machen uns ein Feldmesser.
Das benötigen wir. Und dann machen wir uns nochmal Silikongummi. Weil wir ja nochmal zwei davon haben, von den Dingern. Dann machen wir uns schickes Schwimmflossen. Die Schwimmflossen ziehen wir dann gleich an. Die machen uns 15% schneller. Unter Wasser. Und das Messer brauchen wir. Weil jetzt kann ich es auch hier unten ein. Das sind schicke Verbesserungen bei dem Game. Schmierstoff, Schwimmkörper, die Taschen. Aber wir brauchen, glaube ich, als nächstes einen Scanner. Wie stelle ich mir nochmal eine Batterie her? Was? Geiselkörbchen? Was zum Fick ist das? Ach, warte mal. Sind das... Wait, kann ich das... Nein. Kann ich das hier unten? Nein, okay. Dann nicht. Wenn mich nicht alles... der ist hübsch. Ist mir nie aufgefallen, dass die hinten auch leuchten. Das, was ich suche, dürfte das hier, glaube ich, zwar nicht sein, weil das eine Schlingpflanze ist. Ja, das ist nur eine Schlingpflanze, die wir so nicht benötigen. Ja. Oh, das sieht hübsch aus. Wegen dem Polarnebel, ne? Ja. Ah, ja, das ist der Mond. Also, Semi-Mond, wir sind auf einem anderen Planeten. Also. Ja. Mond. Weiß nicht, ob es den Mond gibt, aber. Genau. Schuppige Zungenanemone. Okay, die kann ich nicht abbauen. Das ist interessant. Und dann halt noch das hier. Das ist fucking gruselig mit dem. Ja, ist gut. Mit dem Donner da draußen oder was auch immer das ist. Macht mir sehr viel Angst. Gut, aber meine lieben Leute, ich bin jetzt schon überfragt. Und zwar brauchen wir eigentlich für das, was ich mir herstellen möchte, für den Scanner, eine Batterie. Und die Batterie kann ich mir da unten mit Geiselkörbchen herstellen. Wo kriege ich Geiselkörbchen her? Möge man mir das bitte mal verraten. Ich will mal etwas weiter raus. Vielleicht finde ich da ja irgendwas. Was Hübsches. Schön, dass das unter Wasser so funktioniert. Oh, hier unten. Energiespeicher verwendet werden kann. Okay. Das ist schick. Das ist auch neu. Also... Habt ihr erwartet, dass es hier unglaublich viel Altes gibt, aber... Das ist sehr interessant. Ich guck gleich, wie viel Platz die Scheiße wegnimmt. Wenn die viel wegnimmt, habe ich ein Problem. Ne, die nimmt einen Platz weg. Wunderbar. So, jetzt kann ich mir eine Batterie herstellen. Wunderbar, wir haben eine Batterie. Jetzt brauche ich einen Scanner. Gib mir den Scanner. Wunderbar. Ja, sehr gut, wir haben Scanner. Gut, mit diesem Scanner können wir jetzt scannen gehen. Und mehr Informationen herausfinden über alles. Eine Wendellaterne. Das geht unglaublich schnell. Gut. Die nimmt natürlich auch Energie weg, weil die wurde aus einer Batterie hergestellt. Deswegen müssen wir immer mal Batterien herstellen, dass wir das aufladen können. Ringelblümchen. Ah, da können wir theoretisch, auch wenn wir das unbedingt möchten, den Boomerang scannen. Wunderbar. Ah, den Blasenfisch da unten. Ah, da drüben müssen wir in der Nähe. Was bist du? Ich will jetzt nicht scannen. Nein. So ein Mist. Dann machen wir erstmal, glaube ich, den Blasenfisch. Komm her. Komm her. Wunderbar. Ich kann dich eigentlich mitnehmen. Wo bist du? Da. Komm her.
Gut, dann können, wo war eigentlich der Seekuppel? Den will ich sehr gerne mal scannen. Über den werde ich sehr gern viel mehr herausfinden. Gibt es sonst noch irgendwas, was man hübsch scannen könnte? Die Fische da unten. Du dort. Du einäugiger Augen. Hey, flieh nicht. Nein, nicht. Komm her. Zurück. Ja. Ein Eisglubscher. Schicker Eisglubscher. Was ist das dort unten? Hier kann man seine Tauchflasche auffüllen. Das ist interessant. Okay. Heißt, wenn ich hier rangehe, kann ich X drücken und meine Tauchflasche ist wieder voll. Und dann lädt sie sich wieder auf, oder was? Mit Sauerstoff. Und dann irgendwann geht die dann wieder hoch, oder was? Sauerstoff in der Pflanze erschöpft. Das ist schick. Das ist cool. Okay. Was war das? Korallenbrücke. Okay, schick. Hier oben ist Land, warte mal. Sind wir wieder am Anfang, wo wir eigentlich waren. Komm ich ja hoch. Ja, okay. Kann ich hochspringen? Nee, wäre auch zu schön gewesen. Gibt's sonst irgendwo was, was ich wohl vielleicht hoch könnte? Hier drüben kann ich doch sicherlich hoch, oder? Terraversorgungsspeicher in der Nähe. Notversorgungslager. Oh, eine Schlingpflanze. Okay. Kalorienaufnahme empfohlen. Gut, wir gehen wieder zurück. Weil wir haben ja kein Essen. Oh, Fragment des Seegleiters. Oh, das ist gut. Das ist mächtig. Und zwar müssen wir Fragmente sammeln, um gewisse elektrische oder halt nicht elektrische, ist okay. Ja, Fortbewegungsmittel, Werkzeuge und sowas herzustellen. Zum Beispiel konnte man, zum Beispiel halt dieser Seegleiter, den kann man herstellen, dann bist du halt unter Wasser. Etwas schneller als wenn du schwimmst. Nimmt halt aber auch Elektrizität weg. Heißt, du musst mal ein paar Batterien mit dabei haben. Mindestens ein bis zwei. Gut, wir werden uns Wasser herstellen. Dann werden wir uns. Ein gekochter Reiffisch. Dann noch einen gekochten Boomerang. Und das soll erst reichen. Das essen wir. Und das essen wir. Das trinken wir. Ja, das trinken wir halt nochmal. Also nochmal. Das ist okay. Dann können wir uns nochmal Wasser einstellen, zweimal. Wenn es noch reicht, können wir uns. Ah, noch einen gekochten Boomerang, okay. Wollte gerade schon Blasenfisch nochmal kochen. Na, wir haben ja noch Boomerange. Esse ich, wunderbar. Und dann nehme ich, glaube ich, auf die Reise nochmal einen ganz normalen Boomerang mit. Das hat halt jetzt so fein gereicht, aber ich denke, das sollte noch in Ordnung sein. Und dann werden wir unsere erste größere Reise antreten. Indem wir einfach mal dorthin schwimmen. Und schauen, was so ist. Was explodiert hier oder was? Was ist das? Dann ist immer jetzt hier oder was? Ah, guck mal, Land. Ach, dort. Kann ich die einfach abschneiden? Ja, kann ich. Ringelpilzstück. Davon nehme ich mehr mit. Das ist gut. Das kann ich auf der Reise. Komm her. Schicker Seekobold. Wunderbar. Ja.
Am Anfang ist das Spiel relativ schleppend, wenn man da erstmal irgendwie zu Potte kommen muss, aber später, denke ich mal, wird es sehr interessant werden. Was ist das? Kalkstein, achso. Ja, ich glaube. Ja, Titan nehme ich mal mit. Mit Titan kann ich mir dann Basen herstellen. Beziehungsweise bauen. Aber das kommt dann auch etwas später. Ah, das konnte ich scannen, Mist. Was ist das? Kreaturenei. Da drüben ist noch ein Gesee-Kobold. Ich glaube, ich möchte den Quarzmeil scannen. Achso, kann ich gar nicht. Was ist das? Schön feilschen. Ach du Scheiße, was brüllt denn hier so? Okay, warte. Das dachte ich mir. Erstmal brauchen wir Luft. Und dann gehen wir wieder runter. Dann werden wir das hier mal etwas mehr erkunden. Etwas weiter erkunden. Signalboje. Mineraldetektor. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Das klingt interessant. Rüstungskiste. Gegenstand. Ah. Gut, was ist sonst noch? Gibt's hier noch irgendwas? Fragment eines Lichtstabs. Gott, ich denke, das war's erstmal. Wo ist. Da drüben ist das und auf der anderen. Ach, war das jetzt hier schon? Ich glaube, das war's jetzt hier schon. Ich glaube, mehr war's actually sogar gar nicht. Gut, wir können mal schauen, was wir jetzt haben. Wir haben einen schicken Lichtstab. Eine Stehlampe. Ja, das konnte ich mir denken. Mineraldetektor. Ein Entfernungsmesser zum Orten von Rohstoffen, Fragmenten und anderen Gegenständen mit identifizierbaren Eigenschaften. Heißt, wenn wir irgendwas gescannt haben, können wir mit dem Mineraldetektor das Ganze orten. Oder? Sehe ich das richtig? Was braucht das? Batterie und Kupferdraht. Wir können so einen Mineraldetektor sogar bauen. Das ist cool. Schwimmkörper, leicht. Schwefelkristall, okay. Signalboje, eine Navigationshilfe. Behält und sendet ihre Position zum Einsatz an Land oder unter Wasser. Name veränderbar. Signalboje, das ist cool. Und ein Seegleiter. Genau, den meine ich. So, dann werden wir zu unserer Base zurückschwimmen. Erst einmal. Oh, diese riesigen Eisberge. Ist schon cool. Ist das hier noch ein Fragment des Seegleiters? Ja. Und das ist noch ein Fragment. Was bist du? Ach du Heiliger! Ach du Scheiße, die Fischer greifen mich an. Ach du Scheiße. Mit dem möchten wir uns, glaube ich, nicht anlegen. Ach du Heilige. Okay. Puh. Das war jetzt kritisch. Ich glaube, ich nehme das Quarz mal mit, weil wir Glas noch benötigen. Und dann brauchen wir noch ein Fragment für den Seegleiter. Und dann haben wir den schon. Dann können wir den bauen. Und dann sind wir schneller unterwegs. Ja. Dann werden wir unbedingt meine neue Tauchflasche benötigen, die ich auch noch finden muss.
Ja, ist noch ein Stein. Nee, ist nicht. Ich hatte schon gerade Hoffnung, dass wir das jetzt hier gefunden haben. Direkt vor unserer Base. Das letzte Seekleiderfragment. Gut. Ich habe gehört. Ich denke, das ist noch okay. See you. Mineralienhülle. Fülle. Nachrichten. Okay. Hätte sie noch ein Foto hinterlassen. Ach, das sind die Roboter-Pinguine. Okay. Gibt's halt auch nochmal ein paar Nachrichten. Und das ist jetzt das, was wir gescannt haben. Das können wir hier einsehen. Dann sehen wir die Pflanze oder das Viech halt nochmal. Und dann können wir etwas darüber lesen. Verwertbares. Und hier gibt es halt die Tiere. Die großen Pflanzenfässer. Dazu gehört schon der Seekobold. Fingerähnliche Fortsätze an jedem Unterarm zum einfachen Umgang mit Gegenständen. Was? Okay. Der große türkisfarbene Kopfschild besteht aus starren Knochen und wird möglicherweise als Rahmen verwendet, obwohl dies nicht beobachtet wurde. Seekobolde durchstreifen nahezu verspielt das Meer und zeigen keine Angst vor Raubtieren. Sie bauen kleine Nester, in denen sie zu unbekannten Zweck Dinge von Interesse horten. Beurteilung mit Vorsicht zu untersuchen. Mit Vorsicht untersuchen. Okay, das werden wir uns mal genauer anschauen, denke ich. Da haben wir den Blasenfisch, Boomerang und unseren süßen kleinen Eisglubscher. Der ist unglaublich süß. Dann haben wir noch Kalksteinaufschluss. Sehr gut, haben wir einen Scanner. Boxen durchquertes Gebiet zu markieren. Verwenden Sie Ihren Xenoworks PDA, Signale Ihrer Wahl ein- oder auszublenden. Jetzt auch an Land. Bilder, Signale. Oh, hier habe ich Signale, die ich einfach aus- und einblenden kann. Okay. Gut, aber nichtsdestotrotz hätten wir hier erstmal ein bisschen was warten. Ich glaube, so ein bisschen alles, was wir so mal nicht benötigen. Was alles so ein bisschen zu craften ist. Das Medikit benötigen wir erstmal auch noch nicht. So, wir werden uns jetzt mal Standard Tauchfläche, Titan und Fasergewebe. Pflanzenprobe brauche ich, glaube ich, oder? Fasergewebe. Ja, jetzt brauche ich noch eins. Okay. Oh, das ist schon wieder Nacht. Das ist okay. Muss nur wissen, wo ich hin muss, um zu diesen Schlingpflanzen zu kommen. Bist du. Hey! Kleiner Ausreißer.
Hallo? Hi? Ich. Schlingpflanze? Fragezeichen. Das Spiel sieht voll gut aus, finde ich, von der Grafik her. Es ist wirklich schön. Schön gemacht. Da hinten sehe ich mal was. Ich glaube, das sind die Schlingpflanzen. Müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in diese kleinen Viecher reinrennen. Das wäre vielleicht nicht ganz so von Vorteil, weil die sind wirklich nervig. Und Schaden ist in diesem Spiel vielleicht nicht ganz so gut. Ich nehme, glaube ich, noch eins mit und dann. Das habe ich schon noch, ja. Und da unten ist ein Ding. Warte, 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 warte. Hier unten wird's grün. Was bist du? Greifisch. Die Viecher kenne ich doch. Ach du Scheiße. Oh, ich hab's gewusst. Oh, dort oben bist du. Oh mein Gott. Schwefelkristall. Aber ich glaube, wir müssen wieder hoch. Sonst haben wir ein echtes Problem. Das Vieh hat sich in der Blume dort oben versteckt. Über diesem Schwefelkristall-Dingens. Der kommt raus, wenn man sich dem Vieh nähert. Und dann sprintet er auf dich zu und explodiert halt so ein Kamikaze-Angriff. Was halt unglaublich nervig ist, wenn du in irgendeiner Weise hinter diesen Höhlen rumläufst, rumschwimmst. Ja. Und du eigentlich nur auf der Suche nach Kupfer, Titan oder ähnlichem Stuff bist. Und einfach die Viecher kommen, drei Viecher kommen sich halt einfach gefühlt alles am Ficken. Ihr seht da links ist meine, sind meine Leben. Die sind halt, ja, von dem einen Vieh halt schon so gedamaged worden, das geht eigentlich überhaupt nicht. So, aber wir haben unser Fasergewebe, was wir wollten. Und jetzt können wir uns die Standard-Tauchfläche machen. Das Reparaturwerkzeug kann Luxus und VIP. Okay. Gut, also wir können die Tauchfläche noch mal verbessern. Reparaturwerkzeug. Leuchtstab, Leuchtfackel, Schwimmkörper, Scanner, Taschenlampe. Ich glaube, ich möchte als nächstes die Taschenlampe machen. Oder? Medikit, schwimmende Luftpumpe, Kompass, Signalboje, wasserdichte Kiste. Und was ist dann das? Was ist dann hier der Schwimmkörper? Ein Notfallauftriebskörper, eine chemische Reaktion produziert Gas als Schwimmhilfe für eine Person. Ach so, damit kannst du dich, das ist halt einfach so ein Lebenserhaltungsding. Von wegen, ich brauche Luft, trag mich an die Oberfläche. Dann schwimmst du einfach ganz schnell da hoch, denke ich. Ich habe das Ding noch nie gecraftet, ich weiß absolut nicht. Aber wir werden, glaube ich, erstmal das Ganze hier horten. Dann werden wir uns gebügelter Reifisch. Hey. Eigentlich auch einen Bumerang machen. Da werden wir uns noch 2 Flaschen Wasser machen. Und noch einen Blasenfisch. Gut. Den essen wir. Den essen wir auch. Und den essen wir. Das trinken wir und das trinken wir. Jetzt sind wir wieder relativ gut bei der Sache. So. Und jetzt hat es Sekunden. Denn ich möchte sehr gern meinen Seekletter bald hier sehen. Ich glaube, das brauchen wir nicht wirklich. Kupfererz. Solchen Höhlen meine ich. Hier irgendwo haust der.
Aber ich kann das hier, glaube mal scannen. Rotgabe. Ein Kegelpinguin. Hey, bleib stehen. Der ist schick. Und schnell. Gut, aber da wir jetzt eine bessere Tauchfläche haben, haben wir jetzt 75 Sauerstoff. Also CO2, O2, Entschuldigung. Halt mehr Sauerstoff auf jeden Fall. Und das ist halt gut. Okay, Oh, Tafelkoralle. Schick. Das habe ich schon gescannt. Hier unten ist... Geißelkörbchen muss ich noch scannen, okay. Schick. So, wie ihr seht, bin ich halt viel länger unter Wasser, was halt viel angenehmer ist, weil ich dann nicht alle 5 Sekunden hoch an die Oberfläche muss. Oh, Lunablatt. Aber jetzt muss ich vielleicht mal hoch an die Oberfläche. Ich glaube, jetzt wird es langsam kritisch. Ja. So, und hey. Was ist das? Ich kann es mal nicht scannen, also würde es, denke ich mal, nichts wirklich Besonderes sein, wenn ich raten müsste. Es ist nichts Besonderes, na gut. Gut. Was ist das also? Ach du Scheiße, Nebel. Gut, dann möchte ich doch wieder hier rein. Ach ja, und ich muss ja jetzt auch, wenn ich an Land gehe, achten auf meine Temperatur. Ansonsten sterben wir ja durch die kühle Luft da draußen. Oh, was bist denn du? Riesenlochfisch. Dich gab es als kleine Version im Vorgänger. Du dürftest mal nicht so... Ach du Scheiße! Wie siehst du aus, mein Bester? Das ist schick. Oh, der Arme. Aber gigantisch ist das Vieh, ey. Oh, was gibt's hier? Was ist das? Ach du Scheiße. Ein Eismonster. Eine Wurzelknolle, die nehme ich sehr gern mit. Steppe ich jetzt hier unten an Ding, weil ich mich zu weit unter diesen Eisberg vergraben habe. Nein, passt noch. Ich werde vielleicht darauf achten, dass ich nicht ganz so weit unter diese Eisberge gehe, schwimmen. Weil es könnte nämlich schon der Tod sein, wenn wir da nicht mehr rauskommen, nicht mehr vorkommen. Genau, so was ich meine ich. Heißt, wir sollten immer schauen, dass irgendwo Wasser ist in der Nähe. Ist noch so ein Kugelfisch, so ein Lochfisch. So ein riesiger. Ah, das sind die komischen Pinguine. Auch wenn ich keine Luft mehr gerade benötige, gehe ich mal kurz hoch, um wirklich relativ weit runter zu gehen. Was ist das? Ist es unser letztes Teil? Hier ist einfach Quarz von oben. Ich habe jetzt sonst was gedacht. Ach du Scheiße, das ist unser Dude, oder? Ja, es ist unser Dude. Das Symbionid. Ach du Scheiße, schwimm. Ach du Scheiße, wo ist unser Wasser? Was ist das? Achso, Ding. Da oben ist Wasser. Luft. Okay, zumindest haben wir das Vieh gescannt, immerhin. Und hier sind die. Oh, was wollt ihr von mir?
glaube, an Land sollte es auch relativ gutes Zeug geben, hoffe ich. Eine Basis. Oh mein Gott, okay. Hier kann man nichts scannen. Was war's? Schnee. Ich kann Schnee mitnehmen. Was auch immer das bringt, aber ich kann es mitnehmen. Strüppstreif. Ach du Scheiße. Diese Namen. Gut, aber ich denke, wir möchten erst mal rein. Fragment eines großen Raums. Gigantisch gut. Und die Tür kann ich scannen. Ja. Mach's bitte auf und geh da jetzt bitte rein. Nein, nein, ach du Scheiße. Ja. Temperatur steigt. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, okay. Wasserfiltermaschine. Hier kann ich mein Wasser filtern später. Fällt gerade auf, dass wir keine Taschenlampe haben. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so toll. Verkaufsautomat. Den brauchen wir ja. Mitten im Nirgendwo irgendein Verkaufsautomat. Guck mal, eine Bank. Ihr seht wahrscheinlich genauso wie ich absolut wenig. In der Dunkelheit. Hab vergessen, meine Taschenlampe zu machen, weil ich dachte, okay, die brauchst du doch nicht. Ah, hier unten ist was. War doch gerade was zum Scannen. Motivational posters were banned from Zenoworks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. Dieses Poster ist technisch gesehen Schmuckelware. Ah, gut dann. Forschungsstation Mer. Oh, das ist der Mehrzweckraum. Das ist der Mehrzweckraum. Oh, das ist super. Und das dauert ewig, bis wir mal irgendwas gescannt bekommen an Räumen. Laternenbaum. Scannt das. Und dann auch gleich noch diesen Pot. Und dann liegt da drüben noch ein Pad, was ich sehe. Ja, nehme ich. Aufzeichnung und Kommunikation, Aufgabenliste. Drehstuhl! Und das kann ich nicht scannen oder was? Das ist interessant. Metzbekron Glaskuppel. Jetzt kommt alles zusammen, du. Und sonst was wie Lichtquellen oder so gibt's hier nicht, oder? Ist einfach nur. Okay, dann nicht. Fragment einer Energiezellen-Ladestation. Oh, das ist cool. Ein schöner Pflanztopf. Öffnen. Hello? Namensschild. Was this Sam's Namensschild. What was she doing all the way out here? Nein, Sibeth. Aufzeichnung, Kommunikation. Kein Zurück mehr. Okay. Bild. Potato. Alter, Klops. Wir haben eine Katze namens Klops. Und ich habe nicht gelesen, was das war. Das war ein Scheiß. Auf jeden Fall sah es mal aus nach einem Bauplan für irgendwas. Fenster. Okay. Dann gehen wir mal in Dr. Lillian Benchs Zimmer. Auf dem Bett liegt da mal was. Gib mir das. Danke. Poster. Bilder. Bürostuhl.
So Leute, passt auf. Ich möchte in den Kommentaren, dass ihr mal diese Bilder analysiert. Was soll das sein? Was soll das darstellen? Das würde mich sehr, sehr gerne mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich denke ja mal, dass das ist actually eine sehr gute Frage. Das ist die Königin und das ist die Armee hinter ihr oder so. Und sie hält irgendeinen Stab hoch. Oder ähnliches. Und das sind einfach drei Freunde unter Wasser. Drei Freundinnen. Oder vier, was ist das da drüben? Und das ist einfach ein Pärchen. Lol. Okay. Ja, Leute. Analysieren. Bitte. Ich kann damit nämlich nichts anfangen. Ich könnte was aufsammeln. Achso, ich kann es schließen, okay. Gut. Achso, Screenshots. Ach du Scheiße. Was nehme ich? Fremder Eindringling, ein Spiel voller Täuschung, Außerirdischer und Paranoia. Okay. Ach stimmt, wir haben die Dinger. Mit den Dinger können wir sehen. Aber ich werde auch sehr gern was scannen. Deswegen gucke ich halt immer mal um den Raum herum, ob es irgendwas Neues vielleicht zum Scannen gibt. Ich glaube, den Glastisch hatten wir schon. Ansonsten geht's hier hinter. Ach du. Was zum heilige. Was zum heilige Scheiße geht hier bitte schön ab? Ionenwürfel. Also im ersten Teil war das ja mal eine gigantische Energiequelle. Wusste zwar nicht, was man damit macht, aber. Der ist gut. Hier gibt's nichts ziemlich mit durch. Schnelltherapie.de. Könnte aber auf diesem Planeten leben, weil Terra hat wirklich missgebaut, wenn sie damit falsch gelegen haben. Okay, was ist das? Position des Signals mit PDA gespeichert. Erbauerreservat. Oh, dort müssen wir auch noch hin. Das ist hinter unserer Basis, noch ganz weit hinten. Okay. Das einfach hinwerfen. Macht halt nicht viel Licht. Deswegen denke ich, nehme ich es einfach mal auf und lass es einfach. Das kann ich so viel gewesen nicht scannen, ne? Nee. Ansonsten gehen wir mal ein bisschen weiter, glaube ich. Gut, gehen wir weiter. Machen wir die Tür auf. Ach, hier geht's wieder raus. Und wie Sie sehen, es ist Nacht. Wunderbar. Fragment eines Konstruktionswerkzeugs. Okay. Solarmodul. Fragment eines Krebsexoskeletts. Okay, wartet. Ich glaube, noch mal ganz kurz hier rein. Denn hier steigt unsere Temperatur. Und dann rennen wir einfach ganz schnell raus. Mal schauen, dass wir hier alles mitbekommen, was in irgendeiner Weise interessant ist. Fragt man den Krebsexoskelett nochmal. Du kannst bald so ein Krebsexoskelett zu Hause basteln. Es ist mächtig. Es ist absolut nicht, was die Dinger können, aber. Ha? Flutlicht. Wunderbar. Gehen wir hier hoch. Fragment eines Seekleiders, das ist unser letztes. Ja! Hab ich. Ich hab mir ein Shelter gesucht. Gut, wir sind jetzt eine Etage weiter oben, wenn ich raten müsste.
Ne, sind wir nicht. Upsi, pupsi. Wir sind einfach eine Runde rum, wie es mal ausschaut. Wir sind hier hinten raus. Und da unten rein, okay. Ah ja, weil wir da oben rein sind, glaube ich, genau. Gut, aber ich habe gesehen, dass hier hinten noch was ist, noch was sehr Interessantes. Schreibtisch. Rennen wir, denke ich, noch mal ganz schnell rein. Wir werden uns hier kurz aufwärmen. Dann rennen wir wieder raus. Also hier gibt es jetzt, hier gab es jetzt nur zwei Exoskelettfragmente. Ist das richtig so, oder soll es denn noch mehr geben? Was ich nicht schnell greifen, einfach so nicht sehe. Naja. Ich denke, hier komme ich sowieso noch mal einen anderen Tag zurück. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Scheiße, lauf. Huh. Okay. Gut, dann denke ich, werden wir erstmal wieder zu unserer Base zurückschwimmen. Weil wir ja so auch schon sehr, sehr viel gescannt haben. Der Bauerreservoir, dort müssen wir auch noch hin. Aber ich glaube, das machen wir dann im nächsten Part. Sehr interessant. Ah, dieses riesige Vieh, ey. Liebe es. Wie es auch aussieht von vorne. Lieber es. Gut, ansonsten wird es doch mal sehr interessant, was das angeht. Und das ist aber sehr weit unten, das Abbauerreservat. Naja, wir sind, glaube ich, die nächsten Parts sowieso beschäftigt, erstmal unseren Segleiter zu bauen. Beziehungsweise mal den nächsten werden wir unseren Segleiter dann mal bauen. Ist der gerade verpufft? Nee. Das sah komisch aus. Gut, da werden wir wieder. Traut es deinem Glück allein. Auf geht's. Gut.
Poliertes Glas, Silikon, Stuff, fortgeschritten, Aero-Gel. Ein leichtes, poröses, getrocknetes Gel mit hoher Hitzedämmung. Computerchip. Konstruktionswerkzeug, wunderbar, das brauchen wir. Und da ist unser Seegleiter. Batterie, Kupfer, Draht, Titan. Achso. Motivationsposter, ist das was? Achso, das sind unsere gesamten Poster und Bilder und alles, was wir halt gesammelt haben. Und unsere guten Schneebälle. Die dürfen wir nicht vergessen. Gut, aber ich denke, meine lieben Leute, das war doch ein gelungener, wunderbarer erster Part. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich unseren Seegleiter bauen. Und mal schauen, wo, hab ich mir wieder verloren, unser Signal war. Das werden wir im nächsten Ding, in der nächsten Episode machen, wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, ach, da unten ist es. Genau, wir werden mal schauen, wie weit unten das eigentlich ist, ob wir dorthin kommen. Ohne irgendwelchen anderen Stuff. Und genau. Ansonsten, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und genau, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den komischen Bildern haltet, die wir in diesem Reservat dort gefunden haben. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.